Da kommt er wieder. Jeden Tag um die gleiche Zeit kommt er. Und es ist furchtbar. Es ist so furchtbar. Schon seit 40 Tagen kommt dieser Typ. Riesengroß und lacht mit seiner höhnischen Stimme und versucht uns fertig zu machen. Er lacht über uns. Er verhöhnt uns. Und er denkt, wir sind nichts wert. Und eigentlich sind wir auch nichts wert, weil wir können ja nicht zurücklachen. 40 Tage. Er ist riesengroß. Und wir werden eigentlich immer kleiner. Hier sind wir. Wir sind die Israeliten. Und dann kommt ein großes Tal und auf der anderen Seite, auf dem Berg, stehen die Philister. Und genau von dort kommt dieser Typ, ja. Kommt ein kleines Stück runter und lacht über uns und sagt, wo ist denn euer Gott, von dem ihr so groß erzählt? Und wir stehen da und denken so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Gott ist. Er hat uns zwar fest versprochen, dass er da ist, dass er treu ist, dass er zu uns steht, aber ich habe einfach nur Angst. Jeder von uns hat einfach nur Angst. Diese Geschichte spielt ungefähr 1040 vor Christus. Und damals war es auch ganz normal, dass, wenn Völker Kriege gegeneinander geführt haben, dass man gesagt hat, okay, wir stellen einen einzigen aus unserem Heer und dieser eine kämpft gegen den anderen von dem anderen Heer und dann, der gewinnt, hat auch die Stadt gewonnen. Das hat natürlich ein paar Tote gespart und das hat auch sehr viel Kosten gespart und eigentlich ist das ja auch ziemlich clever. Das Problem ist, wenn man sich überlegt, dass die Philister ziemlich große Typen waren. Ungefähr so, man sagt, 2 Meter groß. Und eigentlich die Menschen damals waren so um die 1,60, ungefähr so groß wie ich. Ich finde es so witzig, in der Bibel wird er immer größer gemacht. Also wenn man die heutige Übersetzung so anguckt, ab Luther ist er ungefähr 3 Meter groß. Und ich glaube, das ist mit unserer Angst ganz genauso. Unsere Angst, wenn wir einmal angefangen haben, Angst zu haben, wird unsere Angst immer größer. Und es ist ziemlich schnuppe, was Gott uns versprochen hat. Den Israeliten ging das so. Gott hatte ganz klar gesagt, Leute, ihr werdet gewinnen. Ich werde die Philister in eure Hand geben. Und trotzdem, jedes Mal kam Goliath, lachte über sie und sagte, los komm, wer traut sich, gegen mich zu kämpfen? Und jedes Mal standen die Israeliten da, Saul als König an ihrer Spitze, war wahrscheinlich der größte Krieger überhaupt, und dachte nur so, nein, ich habe Angst. Ich kann nicht. Gott hat zwar versprochen, er hat versprochen, ganz, ganz treu zu sein, und er hat versprochen, dass wir siegen werden, aber ich habe mir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Ich dachte so irgendwie, alle mit groß gebrüllt, dann irgendwie los, aber nicht ich allein wegen diesen Riesen. Und Gott hat es versprochen. Gott hat es versprochen, treu zu sein. Vielleicht kennt ihr so eine Situation, wo man Angst hat und wo man merkt, die Angst wird immer größer, obwohl man eigentlich weiß, es müsste doch klappen, weil ich weiß, dass es irgendwie funktioniert. Ich kenne das, dass die Angst immer größer wird. So wie Goliath immer größer wird. 3 Meter mittlerweile. Szenenwechsel. Ziemlich weit entfernt ist ein Teenie, David. David ist eigentlich meine Lieblingsperson aus der Bibel. Der Grund ist, glaube ich, weil, also meine Oma, ich komme aus dem Osten, und aus Berlin. Und meine Oma ist immer ungefähr einmal im Monat rüber nach West-Berlin. Und man durfte ja aus West-Berlin nicht so viel nach Ost-Berlin rüberbringen. Geht mein Mikro nicht? Besser? Also man durfte aus dem Westen nach Osten nicht so viel mit rüberbringen. Aber meine Oma war eine fromme Frau und sie wollte, dass ich fromme Lektüre lese. Also hat sie immer, sie war so eine kleine, dicke Frau von 1,40 mit so einem kleinen Kundelwagen, ja, und dann ist sie über den Grenzübergang und hat in ihre Nylonstrumpfhose immer Bücher geschmuggelt. Und dann ist sie dann so rübergetuckert und dann hat sie immer fromme Bücher rübergeschmuggelt. Und eines der ersten Bücher, die ich dann wirklich gelesen habe, und wo es um eine Person aus der Bibel ging, war David. Und deswegen ist David mir, glaube ich, so ans Herz gewachsen, weil es war die erste Person, wo ich gedacht habe, das ist nicht nur irgendwie die Bibel, die weit weg ist, sondern das war ein richtiger Mensch, mit dem konnte ich mich richtig identifizieren und ich fand ihn sehr cool. Also ich dachte immer so, das muss so ein richtiges Kraftpaket gewesen sein. Der war musikalisch, der war sportlich, der hat was auf dem Kasten gehabt, der hat richtig losgelegt und dachte so, wow, voll der coole Typ. Und dann dachte ich auch so, der hat sich bestimmt auch manchmal gelangweilt, wenn er da bei seinen Schafen hockte und
und auf die aufgepasst hat, glaube ich nicht, dass das vielleicht sein Traumjob war. Aber ich glaube, er war auch sehr clever und dachte, was mache ich gerne? Ich stärke gerne meine Muskeln und ich glaube, er hat nicht einfach nur rumgesessen und ein bisschen Habe gepumpert, sondern ich glaube, dass der wirklich, keine Ahnung, den Baum genommen hat und dann ordentlich Flipzüge gemacht hat, sich die Schafe geschnappt hat und hergeschleudert hat und sich wirklich zugestellt. Das ist mein Bild von David. Ja? Nicht langweilig, sondern ein bisschen cool drauf. Ich glaube, er war ein Krieger. Heutzutage würden die da sagen, hey, du hier bitte nicht so viel rumkämpfen. Also, damals war das normal. Krieger sein, das gehörte einfach zum Alltag. Das war ein Job, der total okay war. Heute werden die Kinder eher wild angelächelt oder und so weiter. Ich glaube, manchmal gehört das dazu. Immer schön in Maßen. Aber damals, glaube ich, er war ein Krieger. Nicht nur ein Musiker, sondern auch ein Krieger. Eines Tages war es soweit und sein Vater, Isai, rief David zu sich. David, komm auf zu mir. Ja, Vater, was los? Also, pass mal zu, deine drei ältesten Brüder sind doch im Krieg. Ja, und? Pass auf, ich gebe dir einen Job. Ja, und? David, du sollst ihm nur etwas zu essen bringen und mir sagen, ob sie noch leben, okay? Okay. Ja. Yeah. Ich glaube, dem Ding ging das so herrlich ab, dass er dachte, yeah, ich kann nicht mal hin, was passiert, wie cool ist das denn? Ich glaube, dafür schlug sein Herz. Sein Herz schlug nicht bei den Schafen, das war okay, aber sein Herz schlug genau dort. Er wollte mit in den Krieg und ich glaube, er hat sich ein ziemlich positives Bild von diesem Krieg gemalt. Er war ja davor noch nicht wirklich dabei und hat so ordentlich die Flüster, die wir mal einklopfen, ja? Alles war los. Sein Auftrag war, Brot hinzubringen und ein Lebenszeichen. Das war okay. Aber ich glaube, in seinem Herzen hat ihm was ganz anderes getrieben. Endlich am Geschehen der Zeit dabei zu sein. Also ist er losgegangen. Und er landete dort und dachte so, da muss doch voll Stimmung sein, oder? Bei den ganzen Leuten, die dann Krieg führen dürfen und dann richtig sich austoben können. Und dann kam er da an. Und was begegnet ihm? Starke, gestandene, richtig coole Männer, die überhaupt nicht mehr so cool waren, weil sie nämlich ängstlich in ihrer Ecke hockten und dachten so, nein, nein, ich möchte nicht gegen ihn kämpfen. Und dafür dachte man, hallo? Was ist denn mit euch los? Wisst ihr nicht mehr, was Gott versprochen hat? Doch. Ja, und was? Ja, dass wir gewinnen werden gegen die Füße. Ja, also, hallo, ihr seid doch alles super clean, ihr seid gut drauf. Also, warum habt ihr so eine Angst vor denen? Guck doch mal. Und genau da war es wieder. Goliath kam nicht von der anderen Seite. Und er verlachte Gott und er verlachte die Israeliten. Und David dachte nur so, ich verstehe es nicht. Gott, ihr habt schon so viel mit Gott erlebt und ihr habt Angst. Jeder von euch hat Angst, gegen ihn zu kämpfen. Es kann euch doch nichts passieren, Gott hat es doch versprochen. Das ist doch das, was ihr könnt. Ihr seid Krieger, Leute, warum legt ihr nicht los? Nee, sie hat sich nicht getraut. Sie hatten Angst, obwohl sie genau wussten, was sie können. Goliath, die Angst, war zu groß. Ich meine, klar, sterben ist auch schon, dann ist vorbei, ne? Also wenn wir Angst haben vor irgendwas, glaube ich nicht, das, was uns dann hindert, dass wir deswegen gleich sterben, bei denen war die Chance schon etwas größer und sie haben halt nicht vertraut. Von daher könnte ja schon sein. Also David fragte, was gibt es denn vielleicht, wenn man gegen ihn kämpft? Und sie antworteten, naja, also es gibt erstmal richtig viel Geld, es gibt richtig viel Land und außerdem, ja, gibt es auch noch die Königstochter, also von Saul, die Tochter, muss man heiraten. Oh. Okay, damals konnte man ja nicht irgendwie gut Bilder wegschicken oder so, man hatte keine Ahnung, wie sie aussieht. Ja, also, okay, wahrscheinlich ist das das Problem, weil das, was dann daraus wird, ist da ziemlich ätzend. Nee! Die Tochter von Saul, oh, Schmuckstück, ehrlich. Ja, meine Güte, was sagt er euch denn an? Gott ist treu, er hat es euch versprochen, ihr habt die Begabung, ordentlich dagegen ihn loszulegen, den kriegt noch einen super Preis und drauf und trotzdem traut ihr euch nicht. Nein, die Angst war zu groß. Und das ist der Punkt, worin ich David so arg bewundere. Der hat ja noch nie gegen
vielleicht hat gegen Bären gekämpft oder gegen Löwen oder die Schafe hinterher geschleudert, aber er hat das noch nie gemacht. Und trotzdem war sein Glaube, sein Vertrauen so groß, dass er dachte, verstehe ich nicht. Super Belohnung, die Zusagen von Gott, was soll passieren? Also, dödelt er los, ja? Auf zu Sau. Sau, hier bin ich, der König, ja? Hier bin ich, ich würde gegen Goliath kämpfen. Du willst gegen Goliath kämpfen. Ja. Hallo, die coolsten Krieger, die dies am besten drauf haben, die trauen sich nicht gegen Goliath zu kämpfen und du willst gegen Goliath kämpfen? Ja. Wieso? Na ja, ganz logisch, Gott hat versprochen, dass er zu mir hält. Er wird also auf jeden Fall bei mir sein, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Und außerdem habe ich auch richtig viel Erfahrung. Okay. Du hast Erfahrung. Ich glaube, Saul ist in sich gegangen. Der, da kommt so ein Junge, er hat so ein kleines Kraftpaket und der traut sich, gegen Goliath zu kämpfen. Ich traue mich ja nicht. Okay, also ich muss ihn unterstützen. Und dann passiert was, was bei uns auch ganz oft passiert. Nämlich Saul kam und sagt, Leute, bringt mal die allerbeste Rüstung und legt die den David an. David also, ziemlich klein, vielleicht noch ein bisschen kleiner als der andere Krieger, stand da, kriegt eine Rüstung, ja? Armschiene, andere Armschiene, dann in die Beine, Brustkorb und dann stand er da. Okay, super, wie soll ich denn jetzt bitte schön kämpfen? Also zog das ganze Kram so wieder ab und das passiert auch oft, ne? Dann denkt man, hey, ich will jetzt, ich habe was vor, aber ich weiß, dazu bin ich begabt, das kann ich, Gott hat mir die Zusage gegeben. Und dann kommen Leute und sagen, stopp, du musst aber etwas ganz anderes machen. Du musst nämlich das und das und das und das machen. Und sie fangen an, dich in dem, wo du eigentlich denkst, das ist Gottes Wille und das ist das, wie es eigentlich gut wäre, fangen sie an, dich irgendwie zu beschneiden. Ja? Und denken, so nicht. Viele von uns sind in der Ecke. Unter diesen Bedingungen, wenn ich das tragen muss, nö, höre ich auf und dann geht auf. David, cool, oder? David, nö, der zieht das aus und sagt, so, ihr müsst das auf eine andere Art und Weise machen. Ich nehme die Schleuder. Die Schleuder. Okay. Ganz andere Variante. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ach, was bleibt mir übrig? Okay. Er nimmt die Schleuder. Ich möchte nicht in Sauls Haut stecken, ja? Sich zu überlegen, dass da der Junge, kein Kämpfer in seinen Augen, wenn er Schleuder losgehen will, aber mit einem riesen Gottvertrauen. Ja, das Gottvertrauen war so der Hammer und er war von sich überzeugt, dass er es kann. Also hat er gesagt, okay, Gott sei mit dir, mach es. Und dann geht David los und er muss sich vorbereiten. Und er überlegt, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Sein Schleuder war, er geht also wahrscheinlich zum Bach irgendwo in der Nähe, sucht sich die besten Steine heraus. Er bereitet sich vor auf das, was er vorhat. Ich glaube, zur Vorbereitung gehört auch, dass er bestimmte Erfahrungen davor gemacht hat. Ja, er wird wissen, wie er von hinten sich den Bären gekrallt hat und wie er ihn irgendwie zur Strecke bringt. Wahrscheinlich hat er eine super Sprungtechnik gehabt, auch Bären sind groß, und dachte, notfalls, wenn die Schleuder nicht hält, springe ich den Goliath irgendwie noch hinten an die Mandel oder so. Ich glaube schon, dass er so Erfahrungen hat. Sprich, er ist begabt zu kämpfen. Er hat eine gute Vorbereitung und er hat auch Erfahrung gesammelt. Und das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, oh, ich bin jetzt hier zwar super begabt und ich habe hier auch ein Herz für, na, dann kann doch alles gar nicht schief gehen, ne? Gott wird schon mal. Und so läuft es auch nicht. Ich glaube, dass wenn ich entdeckt habe, für was mein Herz schlägt, und wenn ich auch weiß, okay, Gott möchte mich dafür auch benutzen, dass ich dann auch die Verpflichtung habe, mit dieser Gabe, mit dem, für was mein Herz steht, gut umzugehen. Steffi zum Beispiel. Steffi schreibt gerne. Stimmt's? Steffi schreibt gerne. Jetzt ist die Frage, wenn sie gerne schreibt, wenn ihr Herz jetzt dafür schlägt, dass sie gerne schreibt, was ist dann ihre Aufgabe? Ich spreche jetzt nicht als Gott zu dir, ich nehme wirklich nur was, ja? Aber theoretisch muss man sagen, okay, ey, ich mache das voll gerne. Ja, was mache ich dann? Mache ich dann einen Computerkurs? Gehe ich dann in einen Schreibkurs? Sage ich dann in der Gemeindezeitung, ich möchte hier gerne mal das und das schreiben. Was mache ich damit? Es ist doch viel zu schade, wenn ich sage, ich bin für irgendwas begabt und mache das dann
so mit 60%, aber wenn ich das noch richtig schule, ja, was kann daraus entstehen? Und dann diese Vorstellung, wenn wir alle wissen, dass Gott treu ist, und wenn wir alle die Begabung leben, wofür unser Herz schlägt, was dann passieren könnte. Ich stelle mir das so cool vor, was dann in unseren Gemeinden passieren könnte. Wir hatten gestern eine Willi-Sitzung und genau das ist dabei rausgekommen. Das war so irre und wie dann rauskommt. Wir wollen eigentlich ein Ort sein, wo wir unsere Gaben leben können. Und ich glaube, das sollte nicht nur so eine Willi-Vision sein, sondern eigentlich soll das Gemeinde-Vision sein. Das sagt man immer so, ja, wir wollen unsere Gaben leben. Aber tun wir das? Tun wir das, wofür unser Herz steht, und setzen wir alles daran, um diese Gabe wirklich auszuleben und zu schulen und hervorzubringen? Und da, glaube ich, muss jeder von uns selbst gucken, was daran wichtig ist. Ja? Braucht er Leute, die ihn motivieren? Oder braucht er ein Team, was irgendwie dabei ist? Braucht er Schokolade? Ich brauche Schokolade. Ja? Das ist wichtig. Und da kann es passieren, dass das dann kippt. Weil, wenn ich nämlich das tue, wofür mein Herz schlägt, kann es ganz schnell passieren, dass ich es auch für mich tue. Das ist was ich mich ganz oft fragen muss. Ich bin ja zum Beispiel wieder bei Willi gerne vorne auf der Bühne. Und ich muss mich jedes Mal vorne fragen, davor, warum tue ich das? Tue ich das jetzt, weil ich es so gerne mache, weil es mein Ding ist und weil ich mich verwirklichen möchte? Und da ist mir David ein großes Vorbild. Er kämpft nicht, weil er das gerne möchte, sondern er weiß, Gott steht treu zu ihm. Und das ist der Weg, den wir als Christen, glaube ich, gehen müssen. Steht Gott treu dahinter? Ganz viele christliche Sachen werden oft christlich verpackt. Vielleicht sind sie gar nicht so christlich, sondern es ist das eigene Herz und Blut. Und da ordentlich nachzufragen, was ist denn jetzt wirklich Gottes Wille und was ist jetzt meins, das ist so schwer. Und da geht es an, immer selbst nachzufragen, wie was ist. Jesus zum Beispiel, ja? Jesus ist auch nicht jemand, der einfach so ding, konnte er predigen, sondern wo war Jesus als Zwölfjähriger? Wo hat man ihn gefunden? Wo ist er geblieben? Im Tempel. Ja, er hat auch selbst zu den Leuten geredet, aber ich glaube, er war auch da, um den Schriftgelehrten zuzuhören. Er hat zugehört, was die Leute reden, um seinen Intellekt da oben ein bisschen anzustrengen. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Weißt du so? Heute auf morgen. Sondern er hat das genauso gebraucht, weil er genauso Mensch war wie wir. Was war sein eigentlicher Job? Sein Job war, die Brote zu bringen und zu sagen, ob sie noch leben oder nicht. Ich glaube, das hat er auch gemacht. Ich glaube, diesen Job hat er auch gut hingekriegt. Wird nicht mehr viel berichtet, aber ich glaube schon, dass er die Brote bei seinen Brüdern abgeliefert hat. Das hat er gemacht und das ist in Ordnung. Diese Jobs müssen auch gemacht werden. Ich bin der Letzte, der sagt, jeder macht noch das, was er gerne möchte und dann wird schon alles gut werden. Nein, es gibt Jobs, die wir auch machen müssen. Aber Leben fängt dort an, wo wir das tun, wo unser Herz schlägt. Und dann geht's los. David gegen Goliath. Goliath mit seinem Kieselstein und David mit seinem Kieselstein und Goliath vollgepackt mit seinen Muskeln. Ja? Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Ich denke, ich vermute, dass es ist. Nämlich, es passiert wirklich, Goliath wird. Ja, du bist geschlagen und dein Gott ist doof, so ungefähr. Und dann, nee, mein Gott steht treu zu mir und ich werde dich schlagen. Und zwar, weil ich gehe mit Gott. Ich gehe mit Gott. Mein Herz steht für das, was ich mit Gott tue. Und es passiert wirklich. Die beiden kommen immer dichter beieinander. Und dann zieht er die Schleuder mit seinen kleinen Kieselstangen ohne Rüstung. Und das Wunder passiert. Goliath stirbt. Die Angst stirbt. David musste loslegen. Er musste vertrauen und er musste was tun. Er konnte nicht sagen, ja, der wird schon bereit umkippen. Er musste was tun, er musste sich trauen. Er musste den Gefahren strotzen, den Antiworten von irgendwelchen Leuten strotzen und sagen, nein, Gott hat es versprochen. Und da ist der Knackpunkt. Gott hat es versprochen. Goliath ist also tot. Und ich frage mich, was die anderen gedacht haben. Am Anfang wäre ich noch gedacht, das ist doch bekloppt, damit seine Kiesel schlägt. Aber jetzt liegt er da. Goliath ist tot und Gottes Zusage ist eingetroffen. Und ich glaube, es gab einen, der gesagt hat, hätte ich das doch auch mal, ich hätte das doch wahrscheinlich genauso gut und hätte, in Berlin sagt man Arschbolette, hätte, Fahrradkette, sagt man, okay, hätte, Fahrradkette. Ja,
warum. Ja, man muss selber was tun, man muss selber sich trauen. Und dann bringt auch das nicht mehr, dass sie sich vielleicht auch getraut hätten, weil sie haben es nicht. Sie hatten 40 Tage. 40 Tage ist ziemlich lang für einen Krieg, ja. Da eben stehen und sich belachen zu lassen, ist lang.